Finden sich unter den Drogen irgendwelche probaten Gifte? Meinst du Waffengifte oder was würdest du gerne haben? Ich überlege an Atemgiften und ja, Waffengifte eher nicht, weil. Aber Sachen wie Atem- und Einnahmegifte. Also. Einnahmegifte, ja klar. Ich muss gerade mal die Regeln mir anschauen. Drogen. Du musst eigentlich immer sowas wie eine Zechenprobe dagegen würfeln. Das sind Rauschmittel. Und wenn du die Zechenprobe nicht schaffst, dann können schlimme Dinge passieren. Also es wird nicht es hat Ich. natürlich auch irgendwo eine Giftstufe, klar. Ja, ich will sie ja. Na gut, okay. Also es wird unterschieden nach der Giftstufe und auch nach dem, wie hart du da zechen müsstest. Die höchste Giftstufe hat Feuerschlick, was dich Okay. hart regenerieren lässt, aber es macht dich auch hart süchtig. Das ist aber nicht die höchste Zechenprobe, das ist nämlich Chiriacha. Okay. Chiriacha ist ein Kaktus aus dem Ja, ich Sinto-Tal. weiß. Ich kenne Chiriacha. Der macht Kirre im Kopf. Tja, was alle Drogen halt so machen, Macht ne? Zauberer ja auch, und das Ist scheint ja euch nicht auch nicht zu gut. Ihr stören. solltet keine Drogen nehmen. Ja. Also du kannst sie einstecken, wenn du willst. Die haben die Havax-Leute nicht mitgenommen. Nee, ich dachte, vielleicht finde ich irgendwas, dass ich, wenn ein Feind mal vor mir steht, ihm ins Gesicht pusten kann und er da. Na. Ja, sowas haben wir wahrscheinlich dann eher nicht. Kein Kukris. Ja, ich würde mich dann auch von den beiden Alanfanern als ausgewiesene Drogenexperten beraten lassen, was jetzt eine Droge ist und was nicht, und alles auch dem Feuer überantworten. Aber ein bisschen Feuerschlick nehme ich vielleicht doch tatsächlich an mich. Ich lasse mich gar nicht erst beraten, alles was verdächtig aussieht, kommt ins Feuer. Ja, es ist vielleicht nicht das Schlauste, Drogen zu verbrennen. Boltax, wenn du Feuerschlick haben willst, dann würfel mal eine Taschendiebstahl, damit du das verbergen kannst. Alternativ, ja, Fingerfertigkeit plus 7, ne? Für einige Drogen ist das Feuer, was das Ganze erst auslöst. Ich trete auch mal 3 Schritte zurück und sage, ihr seid Aber. gleich richtig high. Ihr seid gleich richtig weg. Ja, also Taschendiebstahl ist ein Handwerk, das habe ich nicht. Das heißt Fingerfertigkeit plus 7. Taschendiebstahl war, glaube ich, sogar Gesellschaft, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ja. Egal. Passt trotzdem nicht. Okay. Nee, das schaffe ich nicht. 17 ist nicht drin. Ja, dann könnt ihr nach und nach Purpurmond, Tromsteine, Mabus Odem, den Samthauch ins Feuer überantworten und großzügig ja, dem Rauch dann zusehen, wie er nach oben zieht, um selbst nichts einzuarbeiten. Ihr werdet dann natürlich dann mit Abstand arbeiten. Am nächsten Tage könnt ihr weiterreiten und werdet das Land ebenso verlassen vorfinden und ebenso geplündert vorfinden. Ihr seid gerade auf der Hauptstraße von Zorgan nach Elbrum in die Weiße Stadt. Hier gibt es nicht so viele Siedlungen. Das ist eigentlich erstaunlich. Immer mal wieder so kleine Bauerngehöfte. Links und rechts sollte man erwarten blühende Felder, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Wir befinden uns noch nicht im Raja. Wie gesagt, Kesch al-Tarif werdet ihr am 1. Raja erreichen. Oder nach dem schwarz-borbradianischen Kalender, der 1. Belkalel. Und dann biegt ihr ab in Richtung der großen Hügel von Jerim Yalet, wo ihr auch allerdings hier mitten in den Hügeln links und rechts dann rasten müsstet. Immer nur wieder geplünderte Felder, keine Sklaven zu sehen, die hier sonst normalerweise in den Feldern stehen würden. Das ein oder andere Mal könnt ihr dann so kleine Unterstände erkennen, da müssten Waren liegen, Getreide, blutiges Getreide. Aber auch hier nichts. Ich wusste, Havax ist effizient. Aber das ist selbst für ihn sehr schnell. Wir hätten nicht 3 Tage auf unseren Hintern sitzen dürfen. Dann hätten wir ihn vielleicht einholen können. Und dann? Wollen wir ihn einholen? Nicht zu diesem Zeitpunkt. Sein Heer ist noch einiges größer als unseres. Als wir in Elborum ankommen, ist er schon längst wieder nach Jagan zurückgesegelt. Natürlich, das ist Teil seines Planes. Und Teil der Abmachung, die wir getroffen haben. Er weiß um die Stärke unserer Armee genauso gut Bescheid wie wir selbst. Ja, aber wären wir schneller, hätten wir ihn vielleicht im Hafen erwischen können. Ach, Und macht euch nichts dann vor. frage ich mich Wozu? wiederum, wollt ihr gegen ihn kämpfen?
Die Abmachung, die wir mit ihm getroffen haben, ist, dass ihr verschwindet. Ihn getroffen habt. Wollt ihr euch jetzt davon ausnehmen? Ist es doch jetzt eh zu spät, der Mann ist doch schon weg. Können wir einfach uns nicht darüber unterhalten und jetzt das Unheimlichtum reiten und dann sterben? Entschuldigung, überleben. Auf jeden Fall hat recht. Morgen früh reiten wir mit den ersten Sonnenstrahlen los und sehen zu, dass wir einen weiteren Heptarchen von dieser Welt tilgen. Das ist die Einstellung, die ich hören möchte. Das kann doch nur gut werden. Und dass ihr mir keine Schande macht. Ich? Jemals vorgekommen? Das ist wirklich. Da wird Blut, das Blut wird spritzen. Schädel werden gespalten. Das wird schön. Das werde ich sehen. Ich freue mich schon jetzt. Möchte irgendwer wetten, wer die meisten schafft? Ich würde mich auf eine Wette einlassen. Für oder gegen euch? Ja, für mich natürlich. Zwei Dukaten sage ich, schaffe die meisten Gegner. Hm? Braucht sich keiner. Ja, das überrascht mich nicht. So etwas hört man nicht. Guck mal wahllos einen der Rosenritter an. Ich sage, der da schafft die meisten Gegner. Warum gerade der? Weil der da stand. Der hat einen starken Arm. Das sehe ich von hier. Der wird sein. Hey, wie heißt du denn? Ich bin Abu, mein Herr. Abu? Der schafft die meisten Gegner, das sage ich euch. Danke, mein Herr. Aber ich darf dir. Sieht gut aus, Abu. Danke. Gut trainiert. Ich bin übrigens ein großer. Ich begeistere mich für das, was ihr tut. Ich habe viel von euch gehört. Freut mich. Spricht er zu uns oder nur zu Rafim in diesem Fall? Zu euch allen. Okay, das sind zwei Sachen. Darf ich eventuell bei euch mitreiten? Mit euch viel von mir erzählen. Wir haben eine große Familie. Jalan ist immer an Geschichten interessiert, müsst ihr wissen. Ich würde gerne begleiten, wenn ich das überlebe. Ich komme aus Sorgan, mein Herr. Aus Sorgan. Erzählt uns von eurer Familie. Reiten. Ja, wie gesagt, ihr könnt dann da einmal Halt machen und mitten in der Wildnis gastieren. Gebt mir mal bitte alle eine Wildnislebenprobe plus 5. Und währenddessen sitzt ihr am Lagerfeuer, versucht den Schlangen und den Skorpionen so ein bisschen zu entgehen, die sich dann von der Wärme angezogen fühlen und dann auf euch zukrabbeln und kriechen. Er erzählt euch davon, dass er zur See gefahren ist und dann, als die blutige See das alles verdarb, hat er ein Leben als Söldner versucht zu führen, ist dann oft auch nach Antiopal oder so gereist, hat versucht, sich gegen Ferkina zu erwehren und ja, hat vielleicht auch mal eine tapfere Sultana befreit, zumindest sagt er das, aus einem hohen Turm, sie hat ihr Haar heruntergelassen und er konnte dann dem Haar herhochklettern. Also eine sehr abenteuerliche Geschichte, die er euch dann erzählt und hat er sie befreit und ist in der Gunst des Sultans aufgestiegen, beziehungsweise wurde dann von Arkos Schah erwählt, um einer der Rosenritter zu werden. Ja, wenn euch die Geschichte gefällt, ihr müsst mal Boltax über seinen Enkel erzählen hören. Also nicht den zweiten, sondern den dritten, weil der war nämlich verwandt mit seinem Großvater, müsst ihr wissen. Das ist eine interessante Geschichte und der hat ein Schwert geschmiedet, das werdet ihr nicht glauben, Boltax. Wie war das also nochmal? Ein fantastisches Schwert. Also, ihr müsst euch vorstellen, nicht nur irgendein Schwert. Nein, es ist ein Schwert, das so richtig scharf ist. Also, ich meine so richtig scharf. Stellt euch vor, ihr könntet durch einen Stein schneiden. Ungefähr so scharf war das Schwert. Und es war riesig. Also nicht nur riesig im Vergleich zu unser eins, sondern es war wirklich riesig. Aber es war leicht. Leicht wie der Wind. Ja. Habe mir bewusst von einem Skorpion in die Hand gestochen. 1W6 Schadenspunkte. Du merkst, wie deine Hand dann auch relativ schnell anschwillt. Du kannst schnell nach irgendwas nach dem Skorpion schlagen, sodass er mit einem matschigen Geräusch dann noch kaputt geht. Aber du merkst, wie wohl auch deine Hand dann lahm wird und du sie nicht mehr wirklich heben kannst. Ein Gefühl, was dich dann die nächsten 3-4 Stunden begleitet. Verdammtes Mistvieh. Warum fasst ihr das an? Wart ihr nie auf Maraskan? Es hat mich angefasst. Aber mir zeigt deine Hand her. Da. Ihr lasst euch auch nicht anfassen. Das sieht nach einem Stich aus. Vielleicht, ich guck besser mal, ob der nicht giftig ist. Ich würde gerne mal eine Heilkunde Giftprobe würfeln. Irgendwie erschwert? Ja, um die Giftstufe, glaube ich. Da ich die nicht kenne,
Ja, wirf einfach mal eine Probe rein. Okay. Du hast keine Ahnung. Die gibt's nicht im Berg. Hm. Also, das ist kein Bergskorpion. Da kann ich leider nicht viel machen. Ihr könnt nichts gegen tun? Ihr könnt das nicht mal das Gift aussaugen? Oder keine Ahnung? Hm. Wirf mal eine Überredenprobe. Wir können ja vielleicht ausbrennen. Vielleicht ist es Zeit für deine letzte Beichte, aber mir. Ich weiß ja nicht, wie giftig das ist, aber du willst ja nicht gehen ohne deine letzte Beichte. Also für den Fall der Fälle nehme ich sie euch gerne ab. Die waren sowieso schon lange. Wie groß war das Tier? War es klein oder war es groß? Dort liegt es noch. Ich hab's zerteppert. Hab ich mit der Tierkundeprobe eine Ahnung von der Giftigkeit von Skorpionen? Ja, von bis, ne? Wenn die Zangen groß sind, dann pieksen sie sich halt mit den Zangen, dann ist das Gift halt nicht so schlimm und. Wenn die kleine Zangen haben, dann ist der Giftstachel umso größer und dann tut es eben doch dolle weh und kann tödlich sein. Das ist jetzt schmerzhaft und du solltest auch nicht dran saugen, sonst wird deine Zunge taub, aber es passiert sonst nichts. Was, die rechte oder die linke Hand? Was ist, wenn sie riesige Zangen und einen riesigen Giftstachel haben? So, jetzt hör mal. Also, musst dir da keine Sorgen machen, an dem Gift wirst du nicht sterben. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Naja. Also, wird dir das nicht aussaugen. Das musst du selbst ertragen. Du wirst deine Hand vielleicht jetzt so ein paar, naja, wie bringe ich dir das am besten bei? Stunden nicht bewegen können. Das ist nicht gut vor der Schlacht, oder? Ja. Für Magier. Wir werden nicht warten, bis eure Hand abschwellt. Man könnte euch die Hand natürlich auch amputieren, aber ich glaube, damit wäre euch noch weniger geholfen. Ich hätte hier ein Schwert. Nein, also kurz danke. Zur Orientierung, wir haben jetzt den 27. Ingrim, später Abend. Ihr werdet also die Nacht jetzt hier verbringen und irgendwann in der Nacht wird die Schwellung dann auch abklingen. Und morgen werdet ihr irgendwann, gegen Mittag werdet ihr Keshal Teref erreichen und dann ist deine Hand auch wieder normal. Kurz als Zuordnung. Nun gut, dann muss ich das wohl ertragen. Verdammtes Mistviech. Naja, Abelmir, ich habe hier noch ein bisschen Ulmenbürger-Tee, damit bekommt ihr zumindest mal kein Wundfieber. Ist doch schon mal was. Ich glaube nicht, dass dieser kleine Stich Wundfieber verursacht, aber... Ja, aber was, wenn ihr euch daran kratzt, heute Nacht, im Schlaf? Hm? Ja, oder was ist, wenn ein Tier dadurch angelockt wird und euch beißt? Ihr habt eine Angewohnheit, aus einem kleinen Stich eine riesen Wunde zu machen, aber das finde ich gut, ihr sorgt euch um mich. Danke. Ihr sterbt immer so schnell, Abelmir. Erinnert ihr euch noch an den Rabenmund? Er sagte doch auch, es hätte mit einem kleinen Kratzer angefangen. Ach, stimmt. Gib schon her, das Zeug. Vielleicht müsst ihr euch auch den Arm abtrennen, Abelmir. Nein. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ihr hattet mal erzählt, dass es im Hogasreich so schöne Prothesen gibt. Richtig, Abelmir. Jetzt hört doch auf, dem Arm Abelmir den Namenlosen an die Wand zu malen. Es ist nur ein kleiner Stich. Hoffe ich. Ach, aber es wird schon werden. Ja, das ist die richtige Einstellung. Außerdem brennen wir im Notfall die Wunde einfach mit einem heißen Eisen aus, ist doch klar. Gibt es hier noch mehr von diesen Viechern? Denkt einfach positiv, aber mir im besten Fall sind wir morgen eh alle tot. Das ist eine positive Einstellung. Das ist richtig. Es kann nicht schlimmer werden. Richtig. Egal, ob ihr eure Hand jetzt verliert oder morgen, was macht das schon? Ja, Jalan hat natürlich auch die Geschichten gehört und die anderen Rosenritter können euch davon erzählen. Du hast Glück, dass es keine Klapperschlange war oder eine Speikobra. Ein Mongo hätte dir die ganze Hand abbeißen können oder ihr hättet auf gefährliche Nachtwinde stoßen können, die vor allem Magier jagen, aber das weißt du ja schon. Ja, ich habe eigentlich gegessen. Was die Marasken mit dir machen, das willst du gar nicht wissen. Genau, die Marasken gibt es hier natürlich auch, beziehungsweise Maraskantaranteln. Marasken gibt es hier nicht, das sind ja diese riesigen Mistviecher, die so groß sind wie... ein Pony. Aber scheinbar kann man die zähmen. Du nicht, aber andere. Ja, gut, dann könnt ihr am nächsten Tage weiterreiten. Ich glaube, Abelmir verzichtet mal auf die Regeneration. Die 2 Schaden kannst du auch so einstecken. Und dann erreicht ihr am nächsten Tage am... Moment, das ist jetzt der... Nee, es war gar nicht der 27. Das hatte ich eben gesagt. Es ist jetzt der... 30. gewesen vorhin und jetzt haben wir den ersten Raja. So rum. So schlüpft es. Ihr erreicht am ersten Raja
Keschal Tarif. Das ehemalige Kloster von Raya, mittlerweile ein Insanktum der Belkalel. Ihr könnt dann, wenn ihr über die Schneisen, über die Hügel einreitet, den Wegweisern folgt, dann auch über die Straße von Süden nach Norden einreiten und seht dann vor euch aufragen, nicht nur das Kloster, sondern auch die dazugehörige Stadt. Die Tore sind bemannt, Flaggen und Banner, von dem Miona wehen im Wind, das Zeichen von Elburum, das Zeichen von Belkalel, schwarz und rot. Ihr habt selbstverständlich Krieger mitgebracht und ihr bekommt als Helden von Gareth die ihr dürft anweisen und diese Stadt versuchen einzunehmen. Ihr habt das Ganze schon einmal mit den Schlachtenregeln für euch abgesteckt. Die Moral von den Gegnern ist durchschnittlich, eure ist tapfer, ganz bei der Sache, weil ihr Oron befreien könnt. Professionell. Ihr kämpft gegen die Skorpionschwestern und ein gemischtes Heer, das ist kompetent. Das sind erfahrene Söldner, allerdings habt ihr brillante Männer und Frauen dabei, die Tigergarde bzw. Das Banner von Eleonora. Das Problem ist, ihr seid nicht wirklich in der Überzahl oder in der Unterzahl, aber sie kämpfen hinter einer befestigten Stellung. Ich habe das schon mal alles, wie gesagt, zusammengerechnet. Sie haben eine Geländekunde, sie haben eine Ortskenntnis, die fehlt euch. Und sie sind mit leichtem Fußvolk und mit Schützen in einer Stadt, in einer befestigten Stellung, die ihr angreifen müsst und die sie verteidigen müssen, kommt ihr auf eine Plus 1 und sie auf eine Minus 15. Wer von euch möchte anführen? Oder wollt ihr es ganz lassen? Oh, erster Ritter der Rose, Karinor. Dann wäre das eure Aktion. Ja, das ist wohl wahr. Wir müssen trotzdem irgendeine Art von Belagerungsgerät errichten. Wie wollt ihr denn sonst die Mauern hochkommen? Wir können uns nicht schwerlich auf eine Belagerung einlassen. Ja, und wie wollt ihr dann die Mauern hochkommen? Andererseits, vielleicht könnten wir. Können wir sie einfach einreißen? Und Voltax, ihr seid doch Zwerg. Was denkt ihr? Genau, Voltax. Ja, Vielleicht kann uns euer steinerner Freund dabei helfen. Ja, Mauer einzureißen wäre vorzuziehen, dann können wir einreiten. Meine Sturmleiter hochzuklettern würde uns der Pferde berauben. Hätte ich auch überlegt, ob ich ihn rufe und ihn darum bitte, die Mauer einzureißen. Aber ich glaube, vielleicht sollten wir diesen Trumpf noch ein wenig in der Hinterhand behalten, wenn ihr versteht, was ich meine. Weißt du nicht, wie wir sonst die Mauern hochkommen sollen? Was ist das für eine riesige Mauer da hinten am Ende des Tals? Ist das überhaupt die richtige Karte, auf die ich gerade schaue? Ja, die Staumauer. Könnte wohl so eine Art... Keine Ahnung, dahinter scheint irgendwie Wasser herzukommen. Ich kann es von hier aus nicht richtig sehen. Können wir vielleicht Kundschafter auf die Hügel da hinten schicken, die einen Überblick bekommen? Ja, das ist selbstverständlich möglich, mein Herr. Gut, sag mir, wie es von dort aus aussieht. Jawohl. Also sie preschen dann noch mit den Pferden direkt einmal rüber. Das ist so ein kleiner Flusslauf, ein kleines Bächlein. Ihr könnt auch keine Brücke erkennen. Also wenn ihr dann mal auf der Außenseite der Stadt dann vorbeischaut. Es gibt keine Brücke. Man wird einfach durch diesen kleinen Fluss dann warten bzw. gehen. Sklaven könnt ihr nicht erkennen auf den Feldern. Die sind auch bestellt. Das heißt, Helmer Harfax ist hier nicht vorbeigekommen. Ganz explizit nicht. Und die Speer werden dann ja vermelden. Alle Tore und Mauern sind irgendwie besetzt. Es gibt dann noch einen zweiten Verteidigungswall, hinter dem man sich zurückziehen kann. Es wird sicherlich irgendwie Kämpfe in der Stadt geben. Also Scharmützel, auf die man dann trifft. Das wird sicherlich anstrengend sein, aber machbar. Und man kann dann auch mit den 100 Kriegern, wird man sicherlich irgendwie die Tore aufbrechen können. Das sind dann Tore aus Holz. Da kann man dann versuchen, ja, mit improvisiertem Werkzeug kann man die dann schnell aufbrechen. Da wird man vielleicht durch die Schützen ein bisschen was verlieren, ein bisschen ein paar Verwundete bekommen, aber man kann dagegen angehen mit profanen Mitteln. Ja, irgendwelche Sturmleiter zu zimmern würde doch nicht das Problem. Ja, da kommst du nicht hoch. Das ist mehrere Meter nochmal nach oben. Also wenn du dir überlegst, dass das hier so eine Staumauer ist mit, ja, das werden sicherlich nochmal so 20 Schritt sein, 20 Schritt nach oben und hier dann auch 20 Schritt ansteigen, plus dann nochmal diese Mauer dazu mit den Türmen. Da werdet ihr also nicht mit einem Heer hochkommen. Mit einzelnen Helden immer. Wie sieht denn Schwimmen aus? Das geht für einzelne Helden, das geht nicht für eine Armee.
Also sagen wir so plus minus 10 Leute könnten wir da hochkriegen. Also, ihr könnt, als Helden könnt ihr immer alles tun, was ihr machen wollt auf dieser Karte. Es geht mir jetzt erstmal nur darum, dass ihr in diese Scharmützel diese 100 Mann schickt. Naja. Die Scharmützel werden so oder so, werden die stattfinden. Und ihr könnt dann als Helden immer noch Heldentaten vollbringen. Könnt dann, wie gesagt, entweder euch hier irgendwie in der Stadt aufhalten oder eben auch dann oben hochklettern, durchschwimmen. Denkt euch was aus. Ihr könnt dann auch durch die Wand durchgehen. Ne? Das geht alles. Ist es nicht vielleicht das Beste, wenn wir die Reitereien einen Angriff starten lassen auf die Mauer und uns währenddessen entweder da hinten oder über den See hinanschleichen und Demione abstechen? Aber warum wollt ihr denn die ganze Reiterei verbrennen? Was wollt ihr denn mit Reiterei gegen eine Befestigung ausrichten? Die werden sterben wie die Fliegen. Und dann sind wir alleine dort im Palast, während die gesamten Feinde sich gemütlich zu uns zurückziehen und wir haben keinen Fluchtweg. Richtig. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr glaubt, dass das dauert. Also, ihr glaubt auch nicht, dass sie unbewacht ist, oder? Erstmal das. Zweitens, dann werden wir wohl ein paar Wochen mit abstechen müssen. Ja, aber woher wollt ihr denn überhaupt wissen? Nein, wir sollten bei den Truppen bleiben, das macht am meisten Sinn. Das für ihr ist ihr Unheiligtum. Was wisst ihr, was die für einen Einfluss vielleicht auf den gesamten Raum hat? Das ist in der Tat. Vielleicht kann sie sich auch einfach in Räumen aufhalten, die wir gar nicht so einfach betreten können. Wo wir erstmal herausfinden müssen, wie wir da reinkommen. Wenn die Armee dann schon geschlagen ist, dann sind wir ganz mies am Arsch. Und ich würde auch nicht vorschlagen, dass wir einfach auf die Tore zurennen. Die werden uns mit heißem Öl und heißem Wasser übergießen, dass wir Verluste haben in den Dutzenden, bevor wir da überhaupt ankommen. So bescheuert. Wir brauchen kurze in der Frage. Tat eine Methode, diese Mauer zu durchbrechen. Kurze Frage, haben wir bisher nur die Späher losgeschickt oder stehen wir wirklich schon so davor? Also ihr steht dann, Späher, die werden euch sicherlich auch irgendwo auf den Hügeln erkannt haben, aber ihr steht nicht auf Pfeilreichweite, das auf gar keinen Fall. Nee, mir geht es jetzt auch darum, ob die Verteidiger der Stadt wissen, was für Truppenstärke und Truppengattungen wir dabei haben. Also wissen die, dass wir Reiterei haben? Da gehen die von aus. Ich muss gerade mal gucken. Die haben Informationsqualität 4. Die wissen also um eure Aufstellung und die vermuten eine Taktik des feindlichen Heeres. Ihr könnt jetzt, also das ist jetzt noch ein Punkt, da könnte ich euch nochmal irgendwie euch Punkte geben oder nicht geben, macht aber gerade wenig Sinn. Ich kann euch gleich erklären, warum. Aktuell habt ihr eine Informationsqualität von 1 und die eine von 4. Ihr würfelt gerade mit einer plus 1 auf Kriegskunde. Ihr könnt das mit heldenhaften Aktionen, mit alleinigen Speeren hinter die feindlichen Reihen könnt ihr das verbessern. Gebt euch dann, wie gesagt, von plus 1 auf minus 6, dann sind wir bei einer minus 5 könntet ihr runterkommen. Und wenn ihr mit guten Aktionen deren Speer ausschaltet, bevor ihr dann über diese Hügelkuppe hinüberrentet, dann könnt ihr den 4 Punkte abziehen, dass sie auf der 1 sind. Die haben aktuell eine minus 15 und würden dann auf eine minus 11 fallen. Macht also nicht wirklich einen Unterschied. Wenn wir unsere Erschwernis senken können, können wir wahrscheinlich besser oder zumindest gleich gut würfeln. Ich würde zumindest gerne mal eine Gesteinskundeprobe würfeln auf die Art der Mauer. Also ist es einfach nur aufgeschichtetes Gestein, das ein bisschen mit Lehm verputzt worden ist und weiß gekalkt, oder sind das Massivsteine, die mit Mörtel und so zusammengefügt worden sind? Das würde mich zunächst mal interessieren. Ja, Baukunst oder Gesteinskunde. Also auch Abel, mir kann da mit seiner Baukunstprobe da deutlich Punkte noch einfahren. 11 Punkte. Oh. Aber mir auch noch? Ja, ich bin gerade nicht, wo du noch kommst. Mensch, gute Probe. Das ist eine ehemalige Klosterburg und dafür nicht wirklich ausgebaut, aber jetzt gerade für das Insanktum nochmal ein bisschen hochgerüstet. Nicht ganz militärisch, es ist keine gute Stadtbefestigung, es hält nur den gröbsten Angriffen statt. Bei einem kleinteiligen Gefecht kann man da allerdings sicherlich viele Risse finden, irgendwelche Stellen, wo dann auch du als kundiger Geologe ansetzen kannst, und
mit ein bisschen Hebeln, mit ein bisschen Mechanik oder mit improvisiertem Belagerungsgerät kann man da sicherlich eine Bresche reinbrechen. Na, wofür habe ich denn einen Archaeopaxius? Hilft der gegen... Ja, der macht vollen Strukturschaden. Ja. Archaeopaxius? Ja, hätte ich auch vielleicht vorgeschlagen, so eine Archosphäre oder so. Archosphäre würde ich... Sphäre habe ich nicht. Der Destructibus ist doch dein Hauszauber. Dann machen... Hast du einen Strahl? Ja, ja, das ist der Archaeopaxius. Ein Engenstrahl? Oder nee, wie heißt der? Nee, Kegel. Engenstrahl, oder? Also Kegel könnte... Ich habe ihn halt nur auf 10, deshalb ist es mit dem... Ich könnte noch einen Destiny gratis anbieten, aber... Der ist auch gut. Aber der haut so ASP raus. Ja, muss man Kostenmodi beziehen halt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die ihr aktuell habt. Die Mauer zu erstürmen wird wohl kein größeres Problem, denke ich. Die zweite... Für die zweite könnten wir dann den Djinn benutzen. Das wäre zum Beispiel möglich, ja. Wäre denn euer Wesen des Erz geneigt, eine Struktur aus Erz zu vernichten? Nun, wenn es der elementaren Harmonie dient, ja sicher. In einem Unheiligtum? Müsst ihr nicht nur das Elementar verformen, nicht unbedingt niederreißen? Und das ginge auch, aber das eine ist schneller, das andere weniger schnell. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Könnt ihr nicht einen elementaren Diener beschwören des Erzes? Das könnte ich sicher, aber auch das kostet eine gewisse Zeit und denkt daran, das sehen auch die anderen und diesen können sie ja auch behaken. Ich würde dann tatsächlich eher dafür plädieren, mit einem Strahl unter dem Schutz von, naja, ein, zwei, dreien vielleicht, die mir währenddessen Deckung unter ihren Schilden geben können, an einer strukturschwachen Stelle die Mauer aufzubrechen. Wir sollten vielleicht eine Ablenkung organisieren, damit sie sich nicht hinter dieser Stelle formieren können. Ein Scheinangriff. Hervorragend. Bin ich dafür. Vielleicht eine Reiterkompanie, die so tut, als würden wir von einem anderen Tor aus angreifen wollen. Wir geben ihnen ein paar Sturmleitern in die Hand und lassen sie auf die Mauer zurennen. Dann werden sie sich schon denken, dass da der Angriff kommt. Die zweite Mauer wollt ihr mit den Djinn, wenn es denn unbedingt sein muss. Das wäre die Überlegung innerhalb. Wenn wir erstmal drin sind, können wir die zweite theoretisch so einreißen. Oder vielleicht fällt uns ja auch jemand in die Hand, der zufällig den Schlüssel hat. Und wo würdet ihr denn euren Zauber ansetzen? Zum einen wird so ein Tor für gewöhnlich nicht verschlossen, sondern verriegelt. Zum anderen ist es trotzdem nicht gut, unter dem Tor auszustehen. Die werden Mirafim schon... Können wir nicht einfach die Mauer einreißen an einer gewissen Stelle? Ja, genau, das hatte ich vorgeschlagen. Entweder zur linken oder zur rechten. Nun, zur linken wird wohl mehr Platz sein. Ich denke hier unten, hier, müsst ihr diese Mauer einreißen, nicht wahr? Ich dachte, das ist schon geklärt. So. Gut, also ihr wisst, an welcher Stelle ihr euren Zauber oder was auch immer ansetzen müsst. Ich habe mir die Steinstrukturen der Mauer genauer angeguckt. Da finde ich sicherlich eine strukturschwächere Stelle, an der ich den Zauber gut ansetzen könnte. Ja, hervorragend. Wenn wir hier anreißen, können wir die Reiterei am besten reinbringen. Das ist richtig. Ich würde vorschlagen, dann an diesem Tor hier, seht ihr das? Nein. Das Tor? Ah, jetzt. Ja. Ah, jetzt sieht man es, okay. An diesem Tor den Scheinangriff auszuführen, weil dann können unsere Angreifer sich schnell in dieses Wäldchen hier zurückziehen und sind vor Pfeilhagel sicher. Und die Leute können natürlich nicht um die Ecke schauen. Ich muss gestehen, das Torhaus sieht nicht sehr groß aus, beziehungsweise das ganze Gelände sieht nicht sehr groß aus. Vielleicht würde es sich lohnen, den... Nein, vergiss das. Vielleicht ruhig weiter. Wenn sie in Deckung bleiben, irgendwann werden sie sich dessen gewahr werden, wo wir wirklich angreifen und vielleicht einige Leute abziehen. Darum stände es dann die Möglichkeit gegeben, den Angriff trotzdem durchzuführen und das Torhaus zu nehmen.
Also ein Scheinangriff zum Ablenken, der dann nicht mehr zum Scheinangriff wird, sobald die Ablenkung verstehe. Aber das würde unsere Truppenstärke ja ziemlich spalten.